bisschen vor euch, der Franz Meister ist heute 75, 85, 90, passt genau. Das hat gut zusammengepasst. Ja, ich habe beim Bürgermeister da, lieber Franz Heidinger, du warst der letzte Bürgermeister, ich bin noch voll zu jung für das Ganze in Sulz, aber als Bürgermeister, glaube ich, hast du sehr viel für die Feuerwehr Sulz da und die eingesetzt, dass wir noch eine Feuerwehr sind, weil damals ist, glaube ich, 40 Jahre Gemeindezusammenlegung, oder? Weil ich mich richtig, ist 40 Jahre her. Oder 140. Ja, dafür. Aber wir sind trotzdem noch eine eigene Feuerwehr und das ist sicher auch ein Verdienst von Bürgermeister, der was damals war. Alles Gute zu deinen 2x45, würde ich sagen. Ja, 2x45. Ein kleines Präsent. Wir haben da irgendwas Süßes für die Liebe, was her, was zum Nachtrinken und dann was zum Einkaufen. Das und für die Frau, das macht der Stellvertreter. Gratuliere recht herzlich und das Allerwichtigste ist, scheiß am Platz. Bitte, 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 bitte. Ja, Herr Regierungsrat, der nächste Jubiläum 85, eine schöne Zeit. Ja, lieber Franz, ich habe heute lang und ganz noch nachgedacht, was sage ich. Aber mir ist nur eins immer zu Ohren gekommen, weil der Meister Toni und die Jugend, sage ich mal, damals war es deine Jugend, ne? Du warst einer, der durch deinen Beruf als Wissen in die Feuerwehr hat einfließen lassen, bei sehr vielen Anschaffungen dabei warst, mitgearbeitet hast, damals auch schon mit dem Bürgermeister in der Ortspartei, aber die Feuerwehr auch nie vergessen hat und immer ein Kamerad ist gewesen. Und ich kam immer rennen, weil du immer gesagt hast, früher war ich ein kleiner Bruder. Jetzt kenne ich dich schon 30 Jahre, schaust immer gleich raus. Es war ja die Jugend und ich muss sagen, es gab auch der Fortschritt von der Feuerwehr Sulz, das ist auch eines deines Verdienste als Stellvertreter, was du gemacht hast, du warst bei vielen Ausschaffungen dabei. Ja, und die Jugend kann dir im Prinzip sehr viel verdanken. Meister Toni ist halt die Jugend, die ist auch schon knapp in 30 gewesen. Aber du hast einmal Skieren gelernt und bewährt gefahren und bist auch nachgefahren und die Gleisene mal gekriegt. Die Gleisene auch, das gehört auch dazu. In die Liebe. In die Liebe, mein Gott. Mein Danke. Und alles für die Liebe. Danke. Ja, recht herzlichen Dank auch alle zwei für die Einladung, dass wir auf uns erringt haben, auf die Feuerwehr. Die Senioren, sind ja junge Buben gereicht. Ja, aber es freut uns schon sehr, dass wir daran werden an diesem Fest, bevor wir die Feuerwehr sind. Ja, ich sage gleich schönen Dank, lieber Ordnungsinspektor. Feuerwehrkamerad Oldrecht, herzlichen Dank. Und ich darf euch alle miteinander schönen Dank für die Musik, für das erste Ständchen. Und ich glaube, der spielt es auf der Stick lang. Und jetzt sind wir schon alle miteinander durch, die Covid das Gefühl, gell? Darf ich auch euch einladen? Sehr verehrte Jubilare, die Feuerwehrmusik Sulz meldet sich zur heutigen Feier angetreten und ich darf in meinem und im Namen der Musik die besten Glückwünsche überbringen. Ich freue mich über die Einladung und bedanke mich auch dafür, auch für meine Kameraden. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles Gute. Entschuldige, dass ich zuerst die rechte Hand genommen habe, obwohl die ältere dir geführt hätte. Trotzdem. Alles Gute. Thank you.
Zeit ausrichten, wie man gesündigt haben als junge Leute. Und deshalb lohnt ihr euch rein, zum Jausen und zum Trinken. Bleiben Sie am Tod, der Donnerzug um halber Kamera. Nur Zeit, mit Marschieren wird sich auch schon schön aufbauen.